Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, Leute. Wir spielen The Evil Within. Oh Mann, endlich mal wieder so ein richtiges Horrorspiel und ich freue mich schon wieder total drauf. Ja, das Spiel ist am 14. Oktober 2014 erschienen, ist also auch schon wieder etwas älter. Älter eigentlich, als ich schon wieder gedacht hätte, ne? Ich denke dann immer, ach ja, komm, das wirst du noch irgendwann spielen. Zack, sind es schon wieder irgendwie ein, zwei Jahre und so. So ist es bei vielen Spielen bei mir. Geht sehr, sehr schnell vorbei. Der Publisher ist Bethesda und der hat ja auch schon, oder die haben ja auch schon andere Spiele rausgebracht wie Fallout, Doom, Dishonored und sowas. Kennt man also. Ich bin also sehr gespannt, wie das Spiel wird. Entwickler ist Tango Gameworks. Das sagt mir jetzt eigentlich nichts so wirklich. Es hat keine Jugendfreigabe. Ich bin also, wie gesagt, sehr gespannt. Ich glaube, es wird sehr, sehr übel, sehr, sehr fies, sehr gruselig. Und ich habe es mir noch nie angeguckt. Ich habe es noch nie gespielt. Es wird also ein totales Blind-Projekt. Ich weiß nicht mal wirklich, um was es geht. Ich weiß nur halt, dass die Erfinder dieses Spiels ja, oder der Erfinder dieses Spiels hat ja an der Resident Evil-Reihe mitgearbeitet. Und weiß nicht, ob da auch Silent Hill Macher mitgewirkt haben, das weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht so. Bin aber wie gesagt sehr gespannt, weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Horrorspiel. Es könnte auch etwas länger dauern und vor allem, wenn wir jetzt mal hier so reingehen ins Profil schon, dann können wir hier auch Inhalte zum Herunterladen uns angucken und da gibt es auch noch drei weitere Add-ons, die ich schon mitgekauft habe, wo ich dachte, okay, wenn wir das Spiel durchspielen, dann können wir uns auch direkt noch freuen auf die weiteren Kapitel. Es ist wie, ja, wie bei einer Sammleredition eines, ist ein schlechter Vergleich, eines Wimmelbildspiels, aber man hat hier einfach noch dann weitere Kapitel, die wir spielen können. Bin sehr, sehr gespannt. Also da sind noch ganz eigene kleine Geschichtchen, die dazukommen, die wahrscheinlich den Inhalt des Hauptspiels noch ergänzen werden oder erklären werden. Und ihr wisst ja, dass ich so jemand bin, der total auf so Hintergrundinformationen und sowas auch steht. Vor allem, wenn man die Story gut findet. Und die soll gut in diesem Spiel sein. Also empfehlenswert für Leute wie mich und euch, die Horrorspiele mögen mit vielleicht auch einer guten Story. Das soll sich lohnen. Und deswegen freue ich mich auch auf die Add-ons, die ich natürlich noch nicht kenne, wie das ganze Spiel. Und ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Ich freue mich jedenfalls sehr auf das Spiel. Ich hoffe ja auch. Wahrscheinlich hat der eine oder andere von euch es auch schon angeguckt bei jemandem oder halt selbst vielleicht auch gespielt. Ich nicht. Ich freue mich ja immer, wenn ich das dann an die Seite gelegt habe für andere Spiele und mich jetzt nochmal freuen kann. Ist zwar da nicht ganz aktuell immer, aber egal. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, wie gesagt, ihr auch. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Zuschauen und hoffe, denn das Spiel soll sehr frustrierend sein, vom Sterben her, dass ich es schaffen werde. Und ja, ich schaffe ja meistens immer nicht alles auf Anhieb, aber beim zweiten oder dritten Mal klappt es dann auch. Soll aber wie gesagt auch nicht so einfach sein. Mal gucken, was uns erwartet. Ich drücke auf neues Spiel und ja, wir lassen uns überraschen. Ich habe hier noch einige Einstellungen, die ich machen kann, aber es ist, denke ich, okay so. Wenn irgendwas euch stört, Helligkeit, Ton, dies, das, immer bitte reinschreiben, immer sagen, das kann ich ja dann ändern. Ich mache das dann immer so ein bisschen nach Gefühl. Bisher hat es, glaube ich, ganz gut geklappt. Aber auch ich kann mal was verstellen oder nicht so gut machen. Also einfach Bescheid sagen. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Wir sind Einsteiger, würde ich sagen. Das ist eine Standardschwierigkeit. Stelle ich deinen Ängsten und überwinde sie für die Schwachen und Ängstlichen. Automatisches Ziehen ist standardmäßig eingeschaltet und es gibt etwas mehr Munition. Ich weiß ja jetzt, dass das Spiel schwierig ist, aber spannender ist es natürlich, wenn es auch für uns nicht so einfach ist. Die festgelegte Schwierigkeitsstufe kann im Spiel zwar nicht erhöht, aber über das Optionsmenü
gesenkt werden. Wenn du die Schwierigkeitsstufe im Spiel senkst, musst du das laufende Kapitel neu beginnen. Mhm. Ich versuch's mal echt mit der normalen Schwierigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Fehler war. Code 4 verstanden. Code 3 sind in 3 Minuten da. Verstanden, 184. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich Sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. 30 Einheiten sind schon da. 121, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 127, 124, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich, aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184, wir haben vergiftet einen Beacon. Wir überprüfen das. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Was meint ihr dazu? Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Kapitel 1, ein Notruf. Oha, und dann geht's auch schon los. Mit diesen schwarzen Balken, wie man das so kinomäßig kennt. Sieht sehr geil aus, die Grafik. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht sehr spannend und super schön gemacht aus. Und ja, wir sind wohl wieder eine Art Detective oder so. Sind wir ja ganz gerne mal. Kommst du hinterher, du Typ? Nö. Dann laufen wir da mal hin. Können wir denn hier noch irgendwas finden oder so? Nicht, dass wir jetzt hier zu schnell reingehen? Nö, ne? Okay. Dö. Alleine diese Wassertropfen auf dem Bildschirm. So cool. Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Okay. Dann sicher mal. Okay, hier ist ordentliches Gemetzel gewesen. Hast du das gehört? Boah, krass. Also es ist schon so Silent Hill-mäßig. Er läuft wieder. Finde ich gut. Da können wir nicht lang. Soll ich ihn jetzt extra mal durchs Blut laufen lassen? Hier, guck dir den mal an. Iu. Ich spiele das Ganze mit Gamepad übrigens, nicht mit Tastatur. Hallo, Schwester. Wir sind da. Oh, wie das hier runtersplattert. Sind Sie verletzt? Was ist passiert?
Unmöglich. Kann nicht sein. Ruhig ist. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Okay, dann sehen wir mal nach den Überwachungskameras. Vielleicht finden wir da ja noch was Interessantes. Was ist das denn für ein Wesen? Oh, das erinnert mich gerade so ein bisschen an Outlast. Okay, wir können die Kamera drehen. Anscheinend hängen wir auch so ein bisschen wie bei Outlast rum. Ey. Ich hab ein bisschen Schiss. Ein bisschen ist gut. Alter, können wir irgendwas machen? Okay, das ist schön, dass er seinen Oberkörper einfach mal zersplittert hat. Dasselbe kann ja dann mit uns auch passieren, ne? So, wir schwenken zum Messer, das ist sehr wichtig, damit wir hier entkommen können. Komm, nimm es. Nimm das Messer. Jetzt haben wir es. Oh, Gott sei Dank. Oh, 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 oh. Hau da bloß ab. Scheiße. Ich krieg jetzt schon Schiss. Wenn es schon so heftig anfängt. Oh Gott. Was tue ich mir hier an? Hau ab, ey. Ey, lauf. Kann er nicht laufen? Und was ist mit ihm überhaupt passiert? Träumt er das jetzt nur? Ich hab Angst. Abgeschlossen. Ja, super. Okay, voll die Leichen. Schleichen. Dann wollen wir mal schleichen. Besser ist. Können wir hier irgendwo lang? Alter. Ich glaube, wir schleichen uns an ihn ran. Was anderes bleibt uns gerade nicht übrig. Wo ist er hin? Da vorne. Gewöhnliche Schlüssel, ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren in Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem in der Klinik eingebaut wurde. Mhm. Geht zur Tür zurück, bitte. Schaffen wir es vielleicht auch. Oh Gott. Kannst du hinter dir zumachen wieder? Mach die scheiß Tür zu, ganz ehrlich. Oh, das merkt er doch. Kontrollpunkt. Okay, da sehe ich ihn nicht mehr. Ich habe ein bisschen Angst, dass der auf einmal dann so BÄM kommt. Ich schleich mal lieber. Nein! Nein, was tust du denn? Scheiße.
Scheiße. Ich hab's gewusst. Ja, toll. Oh Gott. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Oh. Alter, was ist das hier für eine Leichensuppe? Ja. An der Stelle würde ich behaupten und sagen, es ist wirklich nichts für schwache Nerven und wirklich auch kein Spiel für Kinder. Oh Gott, jetzt hat er sich auch noch verletzt. Oder war schon vorher verletzt am Bein irgendwie. Wahrscheinlich auch vom Runterfallen noch, von diesem Seil. Und ich frage mich immer noch, was war das für ein Wesen? Und hat er irgendwelche Drogen genommen? Wer ist das überhaupt? Ich weiß es nicht. Oh, super. Schleicht da schon wieder einer lang, oder? Okay. Ich gehe einfach mal hier weiter. Muss ich jetzt hier wieder runter? Oh Gott, der Arme. Bei all dem Dreck, das kann sich ja nur infizieren. Diese Wunden, die er hat. Voll der kranke Scheiß hier. Oh Gott. Was ist, wenn ich hier hochgehe? Können wir da dann wieder durch? Oh ja, können wir. Tatsächlich. Finden wir hier irgendwas? Ist hier irgendwas zum Aufnehmen? Es ist so ein bisschen Outlast-mäßig, muss ich sagen. Aber irgendwie auch sehr spannend und cool dadurch. Ich hoffe, ihr findet es genauso spannend wie ich. Wo geht's hier raus? Alte Notiz aus Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebte. Er. Okay. Ich guck auch noch mal hier rein. Kannst du da nichts öffnen? Okay. Ist hier irgendwas? Schacht, ich schaue mich hier erstmal ein bisschen um. Vielleicht finden wir später auch sowas wie eine Taschenlampe, wie bei Silent Hill oder so. Können wir uns ein bisschen umgucken. Hier, Schrank öffnen und so. Nicht? Na gut. Dann ist hier die Leiter. Dann hoch mit dir. Wir sind ja auch noch unten gefallen. Jetzt müssen wir erstmal wieder aus der Grube da unten entkommen. Was zur Hölle ist das hier? Okay, da liegt so eine Art roter Umschlag. Oh, ein roter Hefter. Notiz aus Heizraum. 13 Uhr. STEM Systemtest beginnt. Oder STEM. 13.15 Uhr Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent oder Agent sammelt Daten. 13.30 Uhr. Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Stenograph berichtet über Unwohlsein. Anschließendes Koma. Aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von STEM-System an.
13.45 Uhr, Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik, ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht dazu in der Lage. Obwohl das STRM-System deaktiviert werden sollte, blieben die Gehirnwellen zwischen Probanden und Wirt synchron. 14 Uhr, dieser Mann ist aufgetaucht. Okay. Was heißt das denn? Und warum sagt er dazu nichts? Ich bin so ein stiller Protagonist, der wieder nichts dazu sagt. Denkt sich so, okay. Okay, bin ich auf einmal hier. Kontrollpunkt. Okay, da geht's weiter. Ist hier noch irgendwas? Kann man da schon irgendwas sehen? Oh, es ist wirklich unheimlich hier. Ganz viele Fächer. Scheint will aber nirgendwo da mal ran. Reingucken. Würde mich an seiner Stelle ja auch interessieren, wo ich eigentlich hier bin und was das soll. Oh Gott. Okay, dann schleichen wir mal. Okay, er kommt. Es ist schön. Kannst du da rein? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh bitte wieder weg. Geh bitte wieder weg. Nein! Nein! Scheiße. Warum? War ich zu langsam oder was? Oder habe ich irgendwas gemacht, dass er mich bemerkt hat? Ich soll Gegner nicht zu nahe kommen. Okay, ist also besser, ich hau ab oder... Versuche ich es nochmal mit dem Verstecken jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen hier erstmal wieder dahin kommen. Ich versuche es nochmal mit dem Verstecken. Okay, dann geh. Kannst du da... Besser verstecken. Okay, besser verstecken. Dann, dann ist es zu spät jetzt, ne? Zu spät jetzt. Ich glaube, das war zu spät, oder? Oh Gott. Wenn er sagt, besser verstecken, dann weiß ich wenigstens. Er darf mich nicht finden. Ich mach gar nichts jetzt. Ich bewege mich nicht. Scheiße. Okay. Ist er weg? Ist er weg? Hallo? Hau ab. Geh dahin, wo er herkommt, da ist er dann nicht. Geh da durch. Sehr gut. Mein Gott. Wie aufregend. Scheiße, hoffentlich ist er jetzt nicht auf der anderen Seite, da hinten irgendwo. Kannst du mal hier durchgehen? Wir kommen hier nicht weiter, echt jetzt? Hä, irgendwo muss ich doch lang können. Scheiße. Ich dachte, wir wären richtig hier. Ich dachte, das wäre eine Tür. Nein. Oh, ich will nicht wieder zurück. Kann doch nicht sein. Ich höre ihn doch schon wieder. Wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich. Hä?
soll man denn lang? Müssen wir hinter ihm her? Echt jetzt? Da lang, wo er ist? Ernsthaft? Ich glaube, er kommt schon wieder, oder? Oder? Oh mein Gott. Es ist so aufregend, aber ich werde leider an der Stelle einen Cut machen. Das war der erste Part von The Evil Within. Wenn das mal nicht spannend ist, Leute, wir sehen uns im nächsten Part und kämpfen um unser Überleben. Bis dann.